Neuner Technik. Herzlich willkommen aus Paris. Hier hat Horner, die Huawei-Tochter, heute das View 20 vorgestellt. Das kennt ihr aber schon, weil wir es ja euch auf der CES 2019 Anfang Januar schon in Las Vegas gezeigt haben. Eine Neuankündigung ist aber auch die Horner Watch. Und die seht ihr hier. 1,2 Zoll OLED-Bildschirm, sieht knackig aus, richtig schön. Betriebssystem ist nicht, wie ihr seht, Android Wear, sondern hier gibt es eine Eigenentwicklung von Huawei/Honor. Und das Ganze ist, wie ihr seht, relativ limitiert. GPS ist drin, man kann die Uhr mit nach draußen nehmen und entweder mit einem Smartphone verbinden oder ansonsten die Aufzeichnungen im Anschluss übertragen. Wasserdicht ist das Ganze bis zu 50 Meter. Tiefer geht es damit nicht. Würde ich zumindest nicht probieren. Und ja, das ist eigentlich auch schon. Ihr seht vielleicht nochmal die Dicke. 11 mm dick oder dünn. Das finde ich ist für eine Smartwatch soweit in Ordnung. Wenn man dazu Smartwatch wirklich sagen kann. Es gibt leider kein LTE zum Beispiel, also keine Mobilfunkverbindung. Dazu braucht ihr das Smartphone. Der Akku soll durch die ja, abgespeckten Fähigkeiten bis zu 14 Tage halten. Finde ich auf jeden Fall schon mal eine Ansage. Schick sieht das Ganze auch noch aus mit den wechselbaren Armbändern. Hier haben wir zum Beispiel Navy Blue. Es gibt aber auch Braun und es gibt auch, hier sehen wir den Nebenmann, Gummi-Armbänder. 190 Euro kostet der Spaß.